Aloha! Das Interessanteste war heute Gitarre, das habe ich gestern eben am Schluss noch kurz angeschnitten, dass da etwas kommt und das war eben Gitarre und ich hatte damals eben schon einen wirklich tollen Gitarrelehrer, das war ein recht junger Mann und mit dem waren wir sehr, sehr locker und der war wirklich sehr angenehm und es gibt insgesamt 4 Gitarrelehrer, die kleine Gruppen nehmen und also sind dann zu 5 in der Gruppe oder sowas und das heißt, es haben nicht immer alle gleichzeitig Gitarre, sondern das wechselt sich auch ab. Also ich bin gespannt, in welche Gruppe ich dann hineinkomme, ob ich wieder bei ihm sein kann, das wäre wirklich toll. Leider wurde das heute noch nicht geklärt. Es gibt dann noch 2 ältere Männer oder ja, ein bisschen ältere Männer als der junge Mann, bei dem eben ich war. Der eine erinnert mich so ein bisschen an den Besitzer aus dem Film Jurassic Park, dem eben der Jurassic Park gehört, also der den weißen Haaren und wir haben keine Kosten gescheut. Und der andere erinnert mich auch an einen Schauspieler aus Jurassic Park, ja, und zwar an den, der dann am Klo sitzt und da gefressen wird. Naja, und dann gibt es noch eine Frau bei den Gitarrelehrern, also es sind 4 Lehrer. Ja, und die Frau erinnert mich an einen T-Rex. Nein, nicht wirklich, also ja, die beiden Männer erinnern mich halt an Schauspieler aus dem Film. Ich glaube fast nicht, dass ich wieder bei ihm sein werde, wird sich zeigen. Ja, und ansonsten heute noch ein paar andere Fächer gehabt, wo ich jetzt auch andere Lehrer habe. Also in manchen Fächern habe ich ja sogar die gleichen Lehrer, aber in manchen Fächern jetzt auch nicht. Was ich gar nicht so schlecht finde, denn es gab so ein paar Fächer, wo ich mir immer dachte, ja, ist zwar ganz nett die Lehrerin, aber verstehe ich mich vielleicht nicht ganz so gut. Und jetzt haben wir doch andere Lehrer und die wirken schon sehr sympathisch. Also hat auch was Gutes. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Ja, tut mir leid, aber ich bin schon fertig. Morgen, ich weiß nicht, ob ich morgen ein Video mache, ich glaube fast nicht. Ja, es tut mir leid, ich denke, ich lasse das einfach, ja, die Katze im Hunger, ja. Ja, ich weiß. Was ich sonst noch sagen will, also mir sind in den letzten Tagen aufgefallen, dass die Videos, ja, wieder mehr Kommentare sind, finde ich sehr toll, also dass wieder so ein Gespräch zwischen uns entsteht. Ja, die Sache mit den Bewertungen, also es gibt jetzt auch immer wieder Daumen nach unten, finde ich auch ganz gut, aber eigentlich denke ich mir dann, brauche ich das bei meinen Vlogs überhaupt? Also sollte ich das nicht eigentlich ausschalten, die Bewertungen? Ist nicht, weil ich so schlimm finde, dass da jemand Daumen runter gibt, aber eigentlich sind die Videos für mich Videos, wo ich jetzt nicht mein Video drehen können irgendwie auf die Probe stelle und versuche, dass jedes Video besser wird als das letzte, sondern ich will einfach mit euch in Kontakt treten, mit euch reden und irgendwie so einen Austausch haben und die Sachen eben auch für mich festhalten im Erinnerungslager und ich weiß nicht, in gewisser Weise brauche ich da keine Bewertung, aber bis jetzt war es ja immer ganz nett. Danke. Ja, Katze. Bis jetzt war es immer ganz nett und ich habe auch bis jetzt immer positive Sachen bekommen und da mache ich mir dann halt keine Gedanken darüber, aber wenn jetzt Leute anfangen negativ zu bewerten, denke ich halt schon, ja, warum bewerten die das so? Ist halt dann wieder ratter, aber eigentlich, ich meine, wenn euch Vlogs nicht gefallen, deswegen sage ich das jetzt so, warum bewertet ihr, dann ja, solltet ihr sie vielleicht eben gar nicht anschauen, weil ich mache halt doch hauptsächlich hier nur Vlogs, hin und wieder kommt vielleicht noch was anderes, aber ja, jetzt weiß ich eben auch nicht, wie viel Zeit ich jetzt unter der Woche haben werde mit Schule und so. Momentan habe ich jetzt auch keine anderen Videos geplant, also wenn ich dann Videos mache so zwischendurch, dann sind das vielleicht wirklich nur so Vlogs und ja, wenn euch die dann nicht gefallen, dann kann ich das auch verstehen, aber für mich ist es eben einfach so, bisschen reden, bisschen euch am Laufenden halten und so und ja. Ja, oder gab es andere Gründe, was euch nicht gefallen hat, das könnt ihr mir natürlich auch sagen. Das finde ich natürlich, das gehört für mich auch immer dazu, wenn jemand einen Daumen runter gibt, okay, aber es sagt mir halt nicht so viel aus, das haben eh schon 100.000 Leute, Millionen, 100 Millionen, 1000, dreifach Leute gesagt hier auf YouTube, dass man dann nicht weiß, was jetzt gestört hat, sondern es würde natürlich interessieren, dass wenn Leute das dann schreiben. Bei mir ist doch so, dass ich eben nicht so viele Aufrufe habe und die Leute, die zuschauen, denen gefällt es dann meistens oder die sind halt so, dass sie, so wie ich, nur dann einen Daumen runtergeben, wenn sie mit der Message, mit der Aussage wirklich nicht zufrieden waren und solche Sachen. Also ich für mich mache es halt so und wenn mir ein Video gefällt, gebe ich Daumen hoch und wenn ich es jetzt, nee, dann mache ich gar nichts und wenn es mir wirklich nicht gefällt, wenn ich es blöd finde, wenn ich die Aussage eben schlecht finde, dann gebe ich einen Daumen runter. Das auch mal so als Erklärung, wie ich das so mache. Sagt mir, wie ihr das so macht mit Bewertungen, das würde mich noch interessieren. Und ob ich das wirklich weglassen soll oder ob es vielleicht auch ganz nett ist, manchmal so ein Bewertungssystem zu haben.
Ich habe mir eigentlich noch nie so drüber Gedanken gemacht. Das meiste war es dann. Also, egal. Tschüss. Scene 1, Apple, Take 1. Ja, heute mal ganz schnell und kurz. Ich möchte jetzt nicht wieder 6 Minuten lang reden. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Und das war jetzt eh schon wieder so lange. Schon wieder. Am Anfang habe ich gesagt, nicht so lange, gell? Habe ich das gesagt? Ja, es tut mir leid.